So. Supply Rate. View Location. Hier kriegt man auch Supplies her. Entsprechend würde ich die Mission schon starten wollen. Weil das sind Supplies von den Aliens, die wir da kriegen können. So. Jetzt hätten wir zwei Melee-Charaktere. Das will ich eigentlich gar nicht. Du bist tired. Würde ich, glaube ich, lieber den so mitnehmen, das Scharfschütze. So. Wir müssen hier Dingens wieder verfügbar machen, die Utilität nicht verfügbar machen. Und dann nimmst du einen Heiler mit. Muss halt ein bisschen heilen, geht nicht anders. Die Upgrades konnten wir uns noch nicht leisten. Deswegen, und das Team geht los. GTS-Facility, genau. Auf geht's. Da kriegen wir Geld her. Dann könnten wir uns hier das Waffen-Upgrade leisten, das erste. Skyranger deployed. Skyranger deployed. Begin Mission. So. Ich hab Hunger. Fällt mir gerade so auf. Aber ich streame ja auch wieder schon 5 Stunden. Our latest intel suggests Advent ran into problems while airlifting supplies from a secure depot in this area. We have an opportunity here to take advantage of their delay. Locate their supply crates and tag them with our transponders. Firebrand will pick up the signal and snatch the cargo. Sehr schön. Also hier ist die Option, dass wir uns halt ein bisschen Geld erspielen. Kommt drauf an, wie gut das läuft. Advent forces are in the process of airlifting a number of supply crates out of this area. And we have an opportunity here to take a few for ourselves. Locate and mark the crates with transponders. And Firebrand will handle the rest. Onward. Ich will nicht da hochlaufen. Ich glaube, ich schiebe ihn mal dahin. Da hoch ab oben habe ich nämlich keine Deckung. Der Sniper wird zwar ganz cool da oben. Weil er halt so weit schauen kann, aber jetzt habe ich gerade den Weg zugestellt, ich Trottel. Vor allen Dingen hätte er unter Umständen los geht's. Da auch noch Sachen entdeckt, die ich gar nicht entdecken will. Oder wäre aufgefallen. Ist denn hier Tür hinten? Nee, ne? Ist nur Fenster, durch die ich springen müsste. Was ich nicht will. Wird erledigt. Without the introduction of human DNA, these creatures once operating under the guise of thin men now show their true form. A purely reptilian species. No reason for them to hide. The aliens don't need an infiltration unit anymore. Die müsste ich ziemlich schnell töten, weil die sind echt ekelhaft. Deswegen würde ich die sehr schnell, sehr gern umbringen wollen. So, Riku. Befehl bestätigt. Bring dich mal hier hin. Okay, das klappt nicht. Und da rennst du durch. Da rennst du voll durch. Sehr schön. Du müsstest hier hochsprinten. Und los jetzt. Ich hoffe, dass rechts nichts ist. Wenn rechts nichts ist, bin ich richtig im Puppe. Da ist ja auch noch ein Flammenwerfer dabei. Das wird hart. Begebe mich zu dieser Position. Overwatch. Hier geht nichts.
Overwatch und du musst mal. Halte ich auf, wenn ich da hingehe? Erstmal so da hingehen. Irgendjemand? Nö. Kann ich das auch sneaken, oder? Kann ich nicht. Firebrand ist en route to make the pickup. Commander, we should assume whatever Advent is using for fuel is extremely volatile. Avoid giving them any opportunity to detonate those tanks. Das ist kacke. Man, du hast das bessere Aim, wenn ich mich gerade nicht irre. Bin unterwegs. Los, zeigt euch. Ja, du hast das bessere Aim eigentlich tatsächlich. Bestätigt. Rücke aus. 50%. Will dich eigentlich töten. Du bist nämlich echt ekelhaft. Und ich werfe dir auch eine Flash-Grenade an den Kopf. Kann ich euch beide sogar... Hier, sehr schön. Flash-Grenade, kann ich euch beide flashen. Dann sollt ihr nicht mehr so viel tun. Das sollte funktionieren. Ekelhafter Ton. Ah, jetzt holen sie halt ihre Sachen raus. Oh, nur 2 Schaden. Das ist natürlich schade. Mir geht es gut. Die Waffe hört sich heftiger an. Ist aber 2-mal gelaufen. Nehme ich gerade nicht irre. Firebrand is on deck for recovery. Keep marking those crates, Metis 1-5. 60, 49. Komm schon, mach sie weg, bitte. Ah, kacke. Ziel verfehlt. Kacke, kacke, kacke. Ich glaube, nächste Runde sind sie halt nicht mehr gedingens. Und du bist eigentlich in einer hohen Deckung. Ich will nicht aus der hohen Deckung raus. Problem ist, dass der Typ gleich wahrscheinlich den Flammenwerfer rauszieht. Komm schon, mach wenigstens den Viper weg. Oh nee. Ziel steht noch. Ja, jetzt holen sie das Ding ab. Also okay, ich muss ja nicht alle kriegen, aber ich wollte wenigstens ein paar haben für mehr Money. Und 2 habe ich schon markiert. Advent just airlifted out their first crate. We're gonna have to move fast if we wanna get the rest. Gut, dass da nichts mehr stand. Ah, die haben wohl noch ein zweites, schon die haben 2 markiert gehabt. Hier ist aber hinten ist noch einer, die ich mir holen könnte. Ich habe eigentlich meinen Nahkämpfer tatsächlich eigentlich mal in den Kampf holen. Oh shit, die sind nicht mehr desorientiert. Fucking shit. Der haut dafür ab. What? Ist das euer fucking Ernst, Mann? Ihr burnt eure eigenen Leute? Ihr könnt eure eigenen Leute burnen. Ich werde gleich geröstet. ...89 Sniper Rifle, kann ich eigentlich auch damit schießen. Sogar noch besser. Eine Pistole einfach umschießen. So, Denzu, damit hast du schon mal... Ne, hast du nicht, ich dachte, hast schon, du hast ein Level Up, aber hast du nicht. 57 haben wir auf den. Ich glaube, den laden mal nach. Oh, hier hätte man einen Flankschuss gekriegt. Schade. Nö, kann ich auch einen anderen renten? 5 für 6 ist ein bisschen wenig. Vor allem, weil da so viele Leute daneben stehen. Weil ich hier nirgendwo Deckung habe. Außer da.
Wie viel Damage macht der? 5 bis 7. Der wird also sterben, wenn ich den tot krieg. Also wenn ich den entsprechend flankiere. Und wenn ich ihn treffe. 82%. Komm schon, Rico. Richtig für das Anfackeln eines Popos. Sehr schön. Richtig schön zerlegt. Ziel erledigt. Na, da komme ich aber nicht hin. Den Rest kriege ich wahrscheinlich nicht an Supply Crates. Weil du extrem schnell durchziehen müsstest. Oh, schade. Oh, der geht auf Overwatch. Einer von mir, der Rander nämlich, der... Genau, den auf den sie gerade schießen, der löst Overwatch dann nicht aus. Ich glaube, wenn ich den in Melee angreife... Den da... Müsste es den Overwatch auflösen. Also trotzdem Overwatch removen, wenn ich mich gerade nicht irre. Harry. Target Preview. Kann hier einen angreifen. 93%. Komm schon, Denso. Dein Schuss. Sehr gut. Jetzt hast du ein Level Up. Oh nein, immer noch nicht, Leute, angeblich. Ah, ich denke schon, dass du eigentlich ein Level Up hättest. Target Preview. Hier habe ich alles Dach an Target Preview. Natürlich doof. Wir haben, ach, der hat hier noch ein Dingens, ne? Wir gehen mal dahin. 61. 57. Komm schon, 61, das triffst du ja wohl. Jawohl. Ein erweitertes Magazin haben wir bekommen. Sehr gut. Das heißt, ich kann hier einfach vorlaufen. So. Bestätigt. Überwachung läuft. Die kriege ich nicht. Aber ich habe 2 gekriegt. Das ist, glaube ich, ganz okay für mich. Hier sind sogar noch welche. Ich glaube, ich kriege noch welche, wenn ich den letzten Typi besiege. Außer sind noch mehr Typis unterwegs. Bis mal auf. Wünsche noch einen schönen Tag. Alles klar, Denso. Bis bald. Dankeschön fürs Reinschauen. Mach's gut. Yes. Hab ihn erwischt. Damit ist Rico auch Sergeant. Und hier gibt's anscheinend noch Gegner. Begebe mich zum Ziel. So, jetzt muss ich, glaube ich, mal hier ein bisschen nachziehen. So, wohin kannst du denn noch? Da ist noch eins. Und hier sind noch, das ist 2 sogar von denen. Ich glaube, das mal hier außen rum. So, und dich brauchen wir noch. Zieh ich mal hier hoch. Alles klar. Ich glaube, du läufst nicht durchs Feuer. Oh, er läuft nicht das Feuer. Celi 2.0 lebt noch. Ja, ja, Celi, alles gut. Celi lebt noch. Also die eine davon will ich mir eigentlich holen. Ich hab sonst noch niemanden wieder verloren. Da komme ich, doch, ich komme da ran. Aber ich muss da durchsprinten. Ich glaube, ich packe den mal da. Warst du auch kurz weg, Celi? Auf Overwatch. So, du nimmst erstmal den hier auf jeden Fall. So, Mark Crate for Extraction. Die Crate da oben kriege ich nicht. Aber die hier kann ich noch kriegen. Da ist auch noch eine Crate, die haben sie selber noch gar nicht markiert, die kann ich mir nachholen. So. Good work. Advent's locator is down and our transponder is active. Firebrand will handle. Und aufholen. Sehr schön. Also, genau, die kriege ich nicht. Die anderen, also, dann habe ich noch 2 gekriegt. Du hast sogar schon, ich glaube, 2 Missionen so überlebt, Skelly. Essen fertig gemacht, alles klar.
Moment, ich muss mir noch was zu trinken holen gleich. So. Hier oben haben wir noch eine Kiste und hier haben wir noch eine Kiste. So, du nimmst erstmal die Kiste. Begebe mich zur Zielposition. Nein, verklickt. Ah, jetzt steht er mitten im Raum rum. Natürlich Quatsch, den da mitten im Raum zu stellen. Begebe mich zu dieser Position. Hier ist es doch sogar. Xeli, du bist unser Supporter geworden, mein Lieber. Und da lebt alles noch. Alles noch im grünen Bereich. So, wie laufe ich denn jetzt? Laufe ich einfach nur hier hin oder sprinte ich komplett durch? Ah. Never mind. Flashen wir euch erstmal. Wir hoffen, dass ihr dann mich nicht trefft. Das wird nämlich übel. Begebe mich zur Zielposition. Ja, genau, und du kannst hacken. Du kannst Sachen hacken. Zeigt euch. Hat sich allerdings dann nicht ergeben, das anzuwenden. Tatsächlich. Was ist das denn hier? Aid Protocol. Hier. Wir helfen dir mal, dich zu verteidigen. Digga, du bist ein bisschen Supporter auch, gleichzeitig Hacker und Supporter. Und du hast dem jetzt ein Schild gegeben, dass er besser sich verteidigen kann. Ja, dich kriege ich noch. Weil ich mir gerade schon überlege, ob ich dich direkt hole. Dich wahrscheinlich nicht, wenn ich mich hier durchschnetzeln muss. Auf da! Ah, verfehlt. Verfehlt. Am Ziel vorbeigeschossen. Puh, sehr schön. Wenn ihr alle auf den schießt, dann hat es richtig gelohnt, mein Aid Protocol. Sehr schön. Zwei haben schon verfehlt von dreien. Und der dritte verfehlt auch. Flash und das Hilfeprotokoll hat da sehr, sehr gut gewirkt. Das freut mich. So. Du musst jetzt nachladen. Was aber gleichzeitig auch bedeutet, du kannst nicht moven und schießen. Feuerschutz. So, und du hast dich leider Gottes komplett vermoved letzte Runde. Also das ist halt leider nicht nützlich, wo du stehst. Aber wenn ich schon laufe, laufe ich gleich hier rum. Hm, 23% ist halt echt nicht viel. Ich könnte natürlich so hingehen, dass ich versuche zu flankieren. Von hier aus dann. Ich muss schon bis hier rüber. Das ist gerade der Unterschied. Ich muss bis hier hin dafür. Wir gehen erstmal Overwatch. So. Mit dem würde ich gerne angreifen. Weil der kann einfach einen Gegner wegmachen. 5 bis 6. Und trotzdem halt noch in Deckung sein. So, Gegner weg. So, jetzt könnte ich mit Momentum ein Stück weggehen. Oder ich mache halt Parry. Ich hoffe, dass das reicht. Dann habe ich nur noch dich. Das bedeutet, du musst hier hin, um das Ding zu sichern. Xeli, mein Lieber. So, wir wollen dich haben. Disorientation removed. Ah, und beide schießen vorbei. Ich bin immer noch auf Parry. Kann ich auch das parryen, diese komische... Nee, das kann ich wohl nicht parryen. Shit. Oh nein. Was ist gerade passiert? Jetzt geht's gerade ganz schön schief, Jungs. Das Bauen ist kacke, das kann ich nicht blocken, das wusste ich nicht. We got what we came for, so don't take any unnecessary chances out there. Bin schon unterwegs. Sollen wir erstmal den da aus dem Bauen rausholen? Ein Critical, nice! Feind am Boden. So. Ich muss bald nachladen. Puh, die haben sich alle ein bisschen doof platziert jetzt von den Sniper. Von den Sniper-Dude.
33, ja, nicht viel. Scanne Gebiet. Der Stun Lancer. Das ist natürlich nervig. Moment mal. Ha! Ins Gesicht! Meine Rache wird furchtbar sein. Läuft. Zwar ein paar kleinere Verletzungen, aber das lief trotzdem. Geiler Baum. Randomize. Das sieht doch geil aus. Das soll, glaube ich, sogar ein bisschen... So, so. Yeah, take photo. Heroes of Operation Perilous Priest. Du fürchte dich, oder genau. Meine Rache wird gar fürchterlich, drum fürchte dich. Genau. The speaker commended loyal citizens today for standing up to those who would abandon our values for those of the old world. For those of the old world. Peacekeepers slain by XCOM dissidents. Sind nur alle ein bisschen verletzt worden, das ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich wieder warten, bis die... Aber ich will eh noch irgendwie 10 Tage warten, ne? 11 Tage, 10 Tage, 12 Tage. Das ist leider alles ziemlich hart. So. Ich kann jetzt hier Deckung zerlegen oder ich kann jemand suppressen. Grant Reaction Fire against it mit Moves und Pulling 50% Penalty for Aim. Da treffen die mich halt deutlich schlechter. Mit der Target Cover significant damaging or destroying it, deals no damage to your target. Oder ich kann halt wieder das Cover zerstören. Ich glaube, das Cover ist später sogar wichtiger. Denke ich. So. Du hast auch wieder ein Level abbekommen. Kann ich sogar mehr geben, tatsächlich eigentlich. When the Templar has focus, there's a chance to deflect incoming shots, completely avoiding the damage. When an enemy dies, it may leave behind psionic energy the Templar can collect to raise their focus level. If the Templar takes enough damage to be killed, they are immediately put in stasis for one turn and their health is only reduced to 1 HP. This can only happen once per mission. Ich glaube, ich will lieber das Deflect nehmen. Weil ich theoretisch, ich hab halt, ich kann hier noch so eins kann ich auf jeden Fall noch nehmen. Easier to hit, mark a single target with planning lens, calling them to take an additional surgical damage from a number of future single target attacks. Nehmen einfach mal, wenn der hat eh die Punkte dafür, das zu lernen, geben ihm das mal. So. Und hier haben wir 74 Supplies bekommen. Alien Alloy, Illyrium Crystals, X-Quan Magazine, X-Quan Magazine und noch Corpses. Das war eine ziemlich gute Option. Aktion, Reaktion, Intuition. Black Market. It's picked up rumors indicating the Black Market has resurfaced. Okay. Just as you are driven to free your people from the perceived oppression of the elders. Ich wollte das sagen, ne? The burden of honor instilled upon me since my creation drives my service to the gods, regardless of their intention. So. Ah, genau. I take it this was easier than your last procedure, Doctor. Central, Commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent Captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the Commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent Captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay.
Removing the commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes. What we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information, somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. Your call, Commander. Okay, our call, Commander. Added. Access the alien network. Construct the Proving Grounds facility. Complete the Skulljack project in Proving Grounds. Use the Skulljack on an Advent officer. We're making progress, Commander. I've updated our objectives based on the latest findings. The Advent captain seems to provide a means of stabilizing the link between Ghost the weapons inspired and the Advent network tower itself. Commander, if we're going to try to build this Skulljack that Tigan came up with, we're going to need a specialized facility to test it out. I will make that our gute highest priority. From my own experience, so, außerdem, Advent generally deploys heavy security rather than subterfuge when it comes to protecting their primary facilities. Sharpshooter upgrade, squad upgrade, if they have gone ranger to the trouble upgrade of hiding this black site, I suspect our findings there will lead us to even greater questions. New orders, Commander? Haben wir erstmal das erste Upgrade für den Ranger. We noticed early on that the Avenger. So. Resistance Contacts. Oh shit. Regen has decreased by 16. Okay, the Chosen are gonna do whatever it takes to get to you, Commander. Even if that means resistance wiping out entire ah, camps okay. of resistance supporters. We're their only Intel. Line of defense. Wie sieht es jetzt bei mir mit meinen Leuten aus? Our facility is currently idle. If we have the soldiers to spare, we should deploy them on a covert action with lightly the resistance. Wounded. Wounded. Wo ist es denn? Commander Living. Ne, Living Quarters war es nicht. Commander. Resistance Orders? Ne. Das sind die, die wir haben. Wo ist denn unser. Da, Resistance Ring. Covert Operations. Locate Factions ist nicht drin. Da habe ich nämlich die passenden Daten nicht. Requires Soldier, der Mobility plus 1 kriegt. Improve Combat Intelligence. Ability Points will match the new Combat Intelligence. And the Chosen Part 1. Now a Preparation didn't available, weil die sind verletzt. Negate Risk Ambush. Requires Soldier. So, und also geht nur das hier. Mit Ability plus 1. Agility plus 1. Das würde dem hier helfen, weil er schneller laufen kann. Damit. Und wenn ich einen zweiten dorthin schicke. Ein Scientist allerdings. Ein Scientist müsste ich den dahin schicken. Das will ich nicht. So, Begin Action. So, wie lange braucht es jetzt? 7 Tage. Okay, das passt doch ziemlich genau in unsere Verletzten, wenn ich mich gerade nicht irre. Mit unseren Verletzten, die wir hier hatten. New Soldiers. 8 Tage, genau, perfekt. Wenn die dann hoffentlich alle wieder da sind, müssen wir mal die Black Side angehen. Um das Avatar-Projekt endlich mal zu behindern. The aliens have just finished a new facility tied to the Avatar project, Commander. If we can make contact with resistance forces in the region, we could move on that facility and set back the aliens' work.
Ja, da muss man nämlich rechtzeitig irgendwann anfangen, dagegen vorzugehen. Oh, direkt noch eins. We're going to slow them down. We'll need to move fast. Got an urgent communication coming in for you now, Commander. You have made considerable progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. Chosen activity. Chosen urgent increase. As a chosen gain knowledge of X-Men activity, they will have an increasing number of opportunities to hamper our operations. With our enough knowledge, they will even be able to track down the Avenger and end our resistance once and for all. Chosen can attempt sabotage on the Avenger. Intense training, increasing their strength in combat. Das ist Planned Activity. Hidden Event. Kostet mich 20 Intel. There's a risk of an ambush on all covert operations. Uff. Advent cracks down on resistance recruitment, increasing the cost of recruits by 100% for a month. Das ist nicht so schlimm, weil ich nicht so viel recrute. Also ich denke, die beiden hier sind schlimmer, vor allem das UFO, das mich jagt, wird hart. So, wir haben immer noch Shredding, Mission Timers, Soldier Bonds. Ich glaube, die XP ist immer noch wichtiger. Achso, ich habe hier noch ein Dingens, ne? Bonds, Mission Timers. Dann kann ich das entspannter angehen.